Junge! Alter! Das ist kein Lungenbelastungstest. Alter, hört er nochmal auf? Zieht er oder pustet er? Emre hat hochgeladen, Emre übrigens 2,35 Millionen Abonnenten. 5 Opas rauchen zum ersten Mal Shisha. Wir reagieren mal drauf, wir gucken mal rein und schauen uns das Video an. Achtung, das Rauchen von Shisha ist gesundheitsschädlich und kann tödlich sein. Wisst ihr Bescheid, ne? Erstmal ein Zug. Hi! welcome, hi! Heute machen wir wieder was Verrücktes. Ich glaube, der Typ an sich ist schon ein bisschen verrückt, oder? Oder ein bisschen hyperaktiv. Warum? Gefühlt in jeder Straße gibt es nur noch Shisha-Bars. Voll der neue krasse Trend bei der neuen Generation. Deswegen wollte ich die alte Generation nehmen, die das früher nicht hatten, und gucken, wie die darauf reagieren. Also ich bin gespannt, ob die das verstehen oder nicht, ob die es feiern oder nicht. Aber bevor... Bin ich auch gespannt. Ich sag, die feiern es nicht, aber wir schauen mal. Opas probieren zum ersten Mal Shisha. Hi. Ohne Scheiß, ich habe schon wie oft probiert, meine Oma, weißt du, immer wenn ich bei meinen Großeltern auf der Terrasse sitze und eine Pfeife anhab, guckt Oma so rüber und sagt so, oh, das riecht aber wieder lecker, Marvin, das riecht lecker. Und ich so, willst du mal probieren? Nee, da bin ich zu alt für. Ich wüsste gerne, was sie sagen, wenn sie es mal probieren. Hi, Welcome. Hi. Ja, super. Ich bin Hubert. Hubert? Ja. Ich bin der Udo aus Nordrhein-Westfalen. Ich heiße Kurt Mink, ich wohne in Bonn und ich freue mich, dass ich heute hier sein darf. Ich bin 72. Ja. Siebenfacher Großvater. Oh. Und siebenfacher Großvater, ey. Der hat gut zu tun, der Hubert. Nee. Geraucht? Nein, im Leben nicht. Im Leben nicht. Oskar Imot geht raus an Hubert. Name habe ich gehört, aber ich habe überhaupt noch keine Berührung dazu gehabt. Ja. Aber schon mal gehört und gesehen. Ja. Wobei die Geräte mir immer viel zu groß waren, die konnte man nicht so mitnehmen. Wollten Sie schon mal eine Shisha rauchen? Die erste Reise in ein arabisches Land war in den Libanon gewesen. Ja. Und da habe ich das gesehen, habe ich immer gedacht, soll ich das machen? Aber ich habe es doch nie getan. Nicht getraut. Ich habe immer gedacht, das ist was wie Haschisch. Ich kenne... Ey, Klassiker! Klassiker, wenn du mit älteren Leuten über Shisha redest, jeder Fünfte glaubt, das wäre irgendwas mit Drogen. Safe, immer. Hab ich auch schon mal gesehen in Marokko. Wie war es in Marokko? In Marokko war es sehr, sehr viele Marokkaner. Ja, an der Stelle bin ich auch schon wieder komplett raus. In Marokko waren sehr, sehr viele Marokkaner. Sag bloß. Rund 6000 Shisha-Bars gibt es mittlerweile in der Bundesrepublik. Auch in Ostdeutschland oder? Also im ganzen. Ohne Scheiß, ich glaube tatsächlich, in Ostdeutschland ist Shisha viel, viel unpopulärer als im Westen. Ne, klar, ist immer, wenn du jetzt sagst, der Osten, kannst du ja nicht mehr so trennen, ne? Auf keinen Fall. Aber ich sehe auch, wo meine Videos geguckt werden in Deutschland. Leute, der Osten ist voll ausgeschnitten so. Du siehst ganz klar, im Osten guckt fast keiner Shisha-Videos so. Interessiert fast keinen. Und im Westen viel, viel mehr. Fun Fact an der Stelle. Also ich bin schon oft kontaktiert worden mit Leuten, die das praktizieren, ja. Kontaktiert worden mit Leuten, die das praktizieren. Diese Shisha-Raucher. Ich rauche seit dem 14.12.1997 nicht mehr. Nicht mehr. Ja, ich schon etwas länger. Ich habe mit 23 aufgehört zu rauchen. Ich bin schon lange weg vom Rauchen. Mhm. Auch nicht mehr, wobei ich nie richtig geraucht habe. So ein Teil nehmen die Leute. Sieht aber ein bisschen seltsam aus, oder? Das sieht aus wie ein Kerzenleuchter, gell? Also das sieht so ein bisschen aus wie in Dubai. Da gibt es so Hochhäuser. Burj Al Arab zum Beispiel. Ja. Wie Hochhäuser? What the fuck? Das ist glühende Kohlestückchen, aber wo ist der Tabak? Und ich denke mal da oben drin. Achso, der kommt gar nicht direkt damit in Verbindung. Nee, nicht direkt. Dann gibt es einen langen Schlauch, da muss man kräftig dran ziehen oder nicht kräftig. Hast du eine Ahnung? Und dann tropft das irgendwie runter. Mach das so ein bisschen
Ja, wenn man so ein Nikotinflash hat, am Anfang schon. Ob ja. Das wir können ja dann mit dem Taxi nach Hause fahren. So, wenn du willst, kannst du sogar schon mal anfangen. Dann fang mal an. Oh, aus der Nase. Ja, schon besser. Eklig? Ja. Schmeckt es nicht? Der Geschmack ist gut. Oh, das müsste ich auch noch machen. Oh, nee. Erfrischend ein bisschen. Ja, gut, zu Weihnachten vielleicht. Boah, zu Weihnachten. Was, zu Weihnachten? Oh. Fahrradfunke. Oh. Junge. Alter. Das ist kein Lungenbelastungstest. Alter, hört er nochmal auf? Er, zieht er oder pustet er? Oh! So muss das sein. Der ist schon richtig, der ist schon richtig ciao. Der ist schon im ganz anderen Leben. Oh! Ein Glas Wasser. Hubert ist RIP. Hubert ist RIP. Help, help, send help. Nein, nein, geht schon. Okay. Hat er gesagt, was für einen Tabak die rauchen? Nee, hat er glaube ich nicht gesagt. Ich glaube nicht. Oh, Entschuldigung. Oh, gibt's weg? Hubert ist richtig. Nein, geht schon. Okay. Oh, Entschuldigung. Guckt euch den Blick an. Oh, Hubert ist hinüber. Das war er mit Hubert. Also auf jeden Fall kann ich mich schon mal in die Shisha-Bar trauen, denke ich. Und wie fühlen Sie sich? Also ein bisschen, es macht schon ein bisschen so. Schon ein bisschen so. Das ist Nikotin. Ein bisschen so. Ah, okay. Ein grauenhafter Geschmack gewonnen, also für mich ist das. Sicher nichts. Oh, ja? Ist so blockiert. Gut. Oh, ich dachte, du hast einen. Ich hab mich auch geblockt. Okay. Ich bin schon ganz. Er flachst ihn erstmal richtig. Er flachst ihn echt richtig. Ich dachte, du wolltest. Macht Spaß? Oder. Also, dieser Geschmack auf jeden Fall nicht. Der Camp, das ist ja eh. Guck mal, was der Typ hier kann. Klar. Ne, haben alle noch keine Shisha geraucht, aber bestimmt hauen die jetzt hier ein schönes Schiff à la Gandalf raus, oder was? Boah, guck mal, die Dinger. Sollen wir da durchspringen durch die Löcher, oder was? Boah, das ist echt irre. Jetzt ist die Frage. Kennt ihr das? Ohne Scheiß. Hubert einfach beste Mann. Ah? Nee, das ist was anderes. Er war ja komplett lost. Nee, das ist was anderes. Das ist schon gar nicht so schlecht hier, da war da schon fast einer. Cool, ey. Ja! Ja! Da hat jemand aber Übung. Heimlich, ne? Ja, heimlich. Er ist Inhaber einer Shisha-Bar. Frage an alle, glaubt ihr, ihr raucht in dem Alter noch Shisha? Ja, ich glaube schon. Also ich werde es auf jeden Fall irgendwann mal ein bisschen reduzieren, so, aber so ein paar Köpfchen, so 2-3 Köpfchen die Woche werde ich, glaube ich, immer rauchen. Ne? Dann so ganz entspannt, so richtig, richtig der Veranda. Schön. Ha? Der Veranda. Genau, so die Kinder spielen im Garten, der Opa chillt auf der Veranda, macht sich erstmal einen schönen Traube Minze an, ne? In der schönen dicken Tradi so. Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, ich werde nie ganz aufhören, aber so viel wie jetzt werde ich auf jeden Fall nicht für immer rauchen. Melone. Okay. Was weiß ich. Der hat sogar verschiedene Sachen gebaut tatsächlich für die. Also Hubert hat Zitrone, die hatten Raffaello. Oder irgendwas. Nee, gar nicht. Ich würde jetzt irgendwie. Es geht so Richtung Vanille. Ist schon eher, ja. Schmeckt doch. Ich habe nicht so viel Erfahrung. Bei Zitronen, Linke könnte ich es besser sagen. Zitrus. Zitrone. Minze. 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 Zitrone, Minze. Zitrone. Schmeckt man Zitrone raus? Ja, ekelig. Schmeckt absolut ekelig.
Raffaello. Oh, schmeckt es nach so Kokos, Raffaello? Ja, ja. Boah, voll Teufel da. Ich habe jetzt. Er hätte dem Hubert auch mal dann die Raffaello geben sollen. Ein Bild von Toilettenstein gerade. Oh, ja. Ist ja, gibt's ja auch Zitronenmünze. Ekelig. Ja. In der Shisha-Bar hält man das ja eigentlich so. Hallo. Jojo. Ja, okay. Da gibt's welche, die halt. Ja, er ist aber auch. Aber, also, ich kenne ihn nicht, aber. Auf Abbas angelehnt, sag ich mal. Vom Humor-Level. Ich bin auch vor kurzem mal eingeladen worden. Ich bin jetzt nicht mitgegangen, aber von dem Mädchen habe ich gesagt: Kommst du mit in die Shisha-Bar? Ich habe gestaunt. Ja, ich habe gedacht: Ja, warum nicht? Aber ich hatte keine Zeit. Smoke weed every day. Wirklich, ja. Ich denke schon, das muss ja ein lukratives Geschäft sein. Man sitzt lange daran, das heißt, der Platz ist ebenfalls blockiert. Ich denke, die nehmen mir 10 Euro ab. Ja. Ja. Tatsächlich? Ja. Frechter. Da gibt es. Der Hubert. Ja. Tatsächlich? Ja. Wahnsinn. Frechter. Da gibt es ein Zeitlimit, dass ich sage, ich setze mich mal 2 Stunden hin. Kosten 2 Stunden 15 Euro. Nee. So ist es nicht. Nein. 5 Euro. 10 Euro. Ja, das dauert 10 ja nicht. Ne? Also ich würde dir lieber Spaghetti Carbonara bestellen. Könntest du dir vorstellen, nach diesem Video auch mal selber in eine Shisha-Bar zu gehen, mit Freunden zu rauchen? Mit Freunden nicht, aber alleine schon. Also ich finde das auch ganz okay. Also ich glaube nicht, also dass ich, dafür habe ich schon zu lange aufgehört zu rauchen. Also ich würde dann lieber ein bisschen Wein trinken oder ein Champagner. Das würde ich gar nicht. Oh, oh, oh. Das mit der Zunge vielleicht raus. Mit der Zunge. Aber man merkt, ich merke es wirklich. Aber es ist nicht schlimm. Oh, Junge. Aber man merkt, was? Ich merke es raus. Mit der Zunge. Tschüss. Danke fürs Video. Danke. Und jetzt sagt man nicht mehr hi, hi, hi. Nee, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. 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 Ja, Leute. Das war Emre, 5 Opas rauchen zum ersten Mal Shisha. War jetzt eher ein relativ entspanntes Video, würde ich mal sagen, ne?